Schokolade, Zucker, das letzte Mehl, ne? Dann gehe ich mal kurz einkaufen. Ich kann mir auch nicht so viel merken. Eins, zwei, drei. Zucker, Mehl hatte ich gar keins mehr. Eier wollte ich auch noch mal holen. So. So, Schokomade. Zucker, Sugar, Sugar, Sugar. Dann Mehl. Und nochmal Eier. So. Achso, das ist der Teig fürs Duo. Okay. Mach aus. So, danke. Komm, wir haben jetzt hier Platz. Wir machen das mal hier. Ich bin am Überlegen, ob ich das vielleicht gleich mal aufs Blech packe. Das kann ich doch bestimmt auch so machen. Eins, zwei, drei, ein einziger, so. Dann muss ich vielleicht doch noch mal eine Mischung machen. Die wird wohl nicht reichen jetzt. Das alle. Butter. Ups. Butter. Milch. Zucker. Und Erdbeerscheiben. So, okay. Die können wir dann gleich verwenden. Da sind dann nämlich zwei über. Ups. Okay, dann packt ihr mal.
Das ist ein bisschen weit. Wir machen das doch mal hier. So, dann gucken wir schon mal das nächste Hühnerbein. Wir machen Hühnerbeine jetzt. Also ich muss dann noch Weimar heute vorbereiten. Das hatte ich mir jetzt vorgenommen. Jetzt muss ich aber erstmal auf die Kekse warten, sonst blockiere ich mich hier selber. Badabam, obwohl die Suppe, die reicht auch nur noch. So. Einmal hatte ich noch, jawohl. Dann kann das ja in Ruhe abkühlen im Kühlschrank. Geh da jetzt drauf. Danke. Mensch. So. 1, 2, 3. Ich schenke dir drei Herzchen. 1, 2, so. So. Dann brauchen wir noch 2 Teller. Und dann sind die Herzchen auch wieder vorbereitet. Guck mal, wie Portionen da rauskommen. Ne? Das ist, da musst du keinen Kopf machen, dass du da nachkochen musst und dass es lange dauert. Finde ich mega. Ich mal alles auf 11 hab. Ich meine, Salate bin ich auch noch mal gespannt. Da kannst du bestimmt auch so eine Schüssel vorbereiten und dann immer rausnehmen. Hoffe ich zumindest. Aber Salate sind leider noch nicht im Spiel. Also auf Salate bin ich auch noch gespannt. So, dann machen wir die Hühnerbeine. Also ich bereite jetzt immer 2 Portionen und nicht eine vor. Also die Hühnerbeinchen. Das heißt, auch 4 Tomaten. 1, 2 und 3 und 4. So, dann lass gucken. Das ist hier Salz und Chili. Weil jetzt kann ich von den Fertigen immer abgucken. Ah, jetzt habe ich überwürzt. Ich habe mich vertan. 1 Gramm überwürzt. Das wird er aber trotzdem anmeckern. Egal. Gibt es heute ein Schenkel ein bisschen deftiger. So, ansonsten haben wir überall 3 Gramm, jawohl. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten... So, warte mal, die Geschichten... Ja, das geht, der ist ja ganz am Rand. Dass ich 2 Teller immer reinkriege. Ich habe dann im großen Restaurant habe ich mir dann hier diese Dinger noch geholt. Moment. Diese hier. Praktisch, da habe ich die fertigen Gerichte reingepackt, die vorbereiteten. Das war dann so eine Art Auslage. Und noch einen dritten Schrank. Also 2 davon noch und einen dritten hiervon. Und dann habe ich genug Platz gehabt. Aber ich kriege ja hier nichts mehr hin. Wo soll ich denn hier noch was hinstellen?
Tische und Stühle gehen auch nicht mehr. Aber dann müssen wir das halt so, pass auf, Teller 1. Wieso habe ich jetzt wieder Tomaten geschnitten? Ich meine, habe ich mich da irgendwie bin ich von 2 Tomaten pro Teller ausgegangen. Egal, macht nichts. Geschnittene Tomaten kann man immer gebrauchen. Habe ich schon mal vorgearbeitet. Auch wenn es ungewollt war. Und das Geile an dem ist auch, ne, dass ich jetzt nicht mehr hier alles stapeln muss zum Brutzeln, sondern ich kann jetzt Gericht für Gericht machen. Weil ich diesen Elektro ja immer an- und ausmachen kann. Ich liebe den Elektrogrill. So, dann nochmal kurz flippern. Flip, flip. So, Hühnerbeine. So, okay. Dann brauchen wir noch Hotdogs für sie. Da muss ich auch neu backen. Da kommen dann wieder 4 draus. Dann haben wir noch 4 Würstchen. Nein, wir kaufen nochmal 2 Würstchen. Wir brauchen Kartoffel und Zwiebel. Kartoffel, Zwiebel. Ja, wir sollten mal wieder Zwiebeln holen. Okay, Zwiebeln. So mehr als 3 Sachen kann ich mir nicht merken. Wenn ich mir irgendwo in den Laden gehe, dann bringe ich schon mal andere Sachen mit. Ich würde mir am liebsten einen Einkaufszettel hier schreiben. Das wäre toll, wenn man sich so Sachen anpinnen könnte. So, ich brauche Zwiebeln und dann so ein Einkaufszettel anpinnen wäre auch klasse. Kopf in Sieb. Kartoffel. Ja. Also, wir müssen wieder den... Wie viel haben wir denn noch an? Da habe ich gerade was geholt erst. Schüssel. Teig. Mehl. Hefe. So, ich muss mal Hefe und Butter, Milch, Hefe, Butter, Milch, mehr kann ich mir nicht merken. Zucker. Jetzt, wo ich das mit Bobas angefangen habe im Stream, den ersten Tag, ja, da konnte man sich halt unterstützen. Ne? Dann hätte ich jetzt gesagt, ey, gehst mal einkaufen.
Wir haben uns ja abgewechselt, ne? Immer im Wechsel, heute koche ich und du gehst einkaufen und machst praktisch das, da hatten wir ja noch kein Personal. Das finde ich im Multiplayer, was habe ich denn jetzt hier? Was habe ich denn in der Hand? Hooker. Oder habe ich zu viel gekauft? Egal. Wird nicht schlecht. Einer hat immer gekocht am Tag und der andere hat eingekauft und praktisch das gemacht, was das Personal gemacht hat. Und das war im Wechsel gar nicht schlecht. So, haben wir alles drin? Mehl, Hefe, Ei, Butter. Okay, und wir machen Hotdogs. Nein, das war richtig. F. So, alleine, da hast du dann ein bisschen mehr Laufereien. Da dauert es dann länger, bis du aufmachen kannst. Aber okay. Nein. Bist du jetzt hier drin? So, dann. Ach so, wir müssen... Einen haben wir da fertig, zwei bereiten wir vor, das heißt, zwei packen wir hier rein. Zwei Würstchen würzen. Und dann brauchen wir hier Kartoffeln und Zwiebeln. So, der Talas. Und Kartoffeln. Und Kartoffel. Ich krieg langsam auch Hunger hier, wenn ich mir hier beim Kochen zugucke. Oh, lecker alles. So. Dann mal kurz nach der Würze gucken. Chili und schwarzer Pfeffer. Okay. Jetzt ist dann der Zitronenspieß. Lala. Mensch. Das und das und das und das. So, die packen wir beide hier oben hin. Gerade wo Platz ist, ne? Tada. So. Könnt ihr euch vorstellen, wie gesagt, irgendwann bereitest du vier Teller zu, ne? Neben dem, was hier noch, wenn du so bei 56 Kunden bist. So, dich hier hin, die Wurst hier hin und dich im Backofen. So, dann haben wir das und das nächste sind dann Zitronenspieße. Zitronen 4, da muss ich Hähnchen kaufen. Ein und dann bereite ich zwei Spieße vor. Das heißt, wir nehmen dann schon mal so einen Teller. Eins. Zwei. Drei Teller. Ihr seid fertig. Rödelis Möwe drüb, Mödelmüll, wird fertig. Ja. Los. Smörebröt, Smörebröt. Braun. Sehr schön. Nein, du sollst das da. Danke. Da gucke ich doch jetzt gleich mal, was diese neuen Servierwagen kosten. Oder ob ich die überhaupt schon kaufen kann.
weil Station. Die will ich gleich haben. Weil die anderen, der hat ja, den ich jetzt habe, der hat ja hier so eine Einbuchtung. Und die anderen sind genauso hoch, also auf der Höhe hier, sind aber flach. Den finde ich hässlich. Der sieht nur von hinten gut aus. Aber von vorne finde ich den hässlich, deswegen will ich gleich den haben. 45? Ist ja nur noch ein Level. Ja, dann würde ich den nämlich austauschen. Weil dann kannst du nämlich hier oben gleich drauf greifen. Das ist besser. So, Zitronenspieß. Zwei vorbereiten. Ich muss... Und ein für den Wagen. Dann hole ich nochmal Hühnchen. Die muss ich vorher würzen, ne, bevor ich die schneide. Ja. Habe ich nur drei gekauft. Ich dachte, ich hätte mehr gekauft. Keine Ahnung. Eins. Zwei. Drei. Nee. So Salz. Salz, Salz, Salz und Chili Pfeffer. Hier fehlt einmal Salz. So, Spieß. Kommst du her? Und nochmal Spieß. Und nochmal Spieß. Hatte ich hier noch irgendein? Nee, hatte ich nicht. Ich muss da zwei drauf packen, ne? Pro. Ach nee, das ist doch eine geschnittene. Gibt also eine geschnittene Zitrone, gibt ja zwei Zitronen. Nee, doch, ist richtig. Okay. Dann war jetzt noch geschnitten Tomate und Zwiebel. 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 Und guck mal, zwei Tomaten hatten wir ja schon geschnitten. Wie kommst du jetzt her? Haben wir ja die Arbeit nämlich schon gemacht gehabt. Und eine Tomate noch schneiden. Dann brauche ich noch drei grüne Paprika. Eins. Zwei. Drei. Und Petersilie war auch noch drauf, ne? Ja. Komm mal her. Ist da nämlich auch alle.